Und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, wie ihr oben links noch sehen könnt, in der letzten Folge haben wir uns mit Scar beschäftigt. Das wird jetzt allerdings noch ein paar Tage dauern. Ich weiß nicht, ich vermute mal einfach 3 Tage vielleicht. Ne? Alle guten Dinge sind ja mal 3. Und ich habe ja schon damit gedroht, dass wir jetzt als nächstes die Eiskönigin mal anschauen werden. Ich bin ganz ehrlich, ich habe so viel freigeschaltet, ich würde am liebsten alles gleichzeitig machen. Aber jetzt bin ich schon wieder direkt eingestiegen mit dem Video und bekomme einen kleinen Schluckauf. Es ist wirklich zum Aus der Haut fahren. Aber die Eiskönigin, bin ich ganz ehrlich, ist eins der Sachen, die mir persönlich am meisten Spaß macht. Oder, naja, einer der Charaktere, die ich am coolsten finde, sagen wir es mal so. Natürlich auch Anna und alles drumherum. Also die ganze Story. Deswegen machen wir einfach mal hiermit weiter. Anna. Anna, was ist los? Hallo. Okay, denk nach, Anna. Denk nach. Du kannst die Lösung finden. Du schaffst das. Oh, hey. Da ist jemand. Ich meine natürlich. Bist du auch jemand? Es ist nur so, dass ich... Ach, egal. Glaubst du, dass du mir bei etwas helfen könntest? Huh? Meine Schwester ist irgendwo in diesem Wald und falls du es noch nicht bemerkt hast, alles steht gerade irgendwie im Brand. Wer bist du? Hallo, das ist Anna, die kennt ja wohl jeder. Was ist das für ein Ort? Das ist der Zauberwald. Normalerweise leben die Naturgeister hier in Frieden. Aber irgendwas hat sie aus dem Gleichgewicht gebracht. Meine Schwester Elsa ging der Sache auf den Grund, aber sie ist noch nicht zurückgekommen. Ich habe überall nach ihr gesucht und jetzt versperrt mir all dieses Feuer den Weg. Mach dir keine Sorgen, wir werden sie finden. Wir müssen nur... Ja, zusammenarbeiten, das sowieso. Einen kühlen Kopf bewahren. Wie lustig, dass du das sagst. Wenn meine Schwester Elsa hier wäre, können wir buchstäblich einen kühlen Kopf bewahren. Weil sie magische Eiskräfte hat. Richtig. Ist wohl der richtige Moment für einen Scherz. Wer bist du? Ja, ich weiß es doch. Ich? Oh, ich bin Anna. Eigentlich Königin Anna von Arendelle. Daran habe ich mich noch nicht ganz gewöhnt. Du bist deine Königin? Ich herrsche über ein ganzes Tal. Soll ich mich verbeugen? Das ist so cool. Danke. Das ist es wohl, oder? Aber... Bitte nenn mich einfach Anna. Ich kam in den Zauberwald, um meine Schwester Elsa zu besuchen. Ich bin Gameplayerin. Wie kann ich helfen? Ich kann etwas zaubern. Vielleicht kann ich helfen, zu lösen, was hier vor sich geht. Hm? Das wäre super. Wir müssen einen Weg finden, die Naturgeister zu beruhigen. Ja. Wir sollten wahrscheinlich mit Bruni, dem Feuergeist, anfangen. Damit nicht der ganze Wald abbrennt. Wie beruhigt man Feuer? Nun, zuallererst müssen wir ihn finden. Bruni sieht aus wie ein süßer kleiner Salamander und er ist wirklich schüchtern. Ich bin mir sicher, dass er all diese Probleme nicht verursachen wollte. Wahrscheinlich hat er nur Angst. Okay, lass es uns herausfinden. Alles klar. Es gibt nur ein kleines Problem. Bruni ist irgendwo tief im Wald und all diese Feuer versperren den Weg. Wir müssen einen Weg finden, sie zu löschen. Keine Sorge. Mit meiner magischen Gießkanne sollte es klappen. Magische Gieß... Okay, ich vertraue dir einfach. Oh, und hier. Elsa hat mir diese feuerfesten Handschuhe gegeben, damit wir Bruni halten können und uns nicht verbrennen. Also, ich bin bereit, wann immer du willst. Lass uns all diese Feuer beseitigen und einen Feuergeist finden. Vielen Dank. Zack, aktive Aufgabe. So, benutze deine Gießkanne. Das können wir machen, um dir einen Weg hindurch zu bahnen. Da hinten können wir auch durch, das ist gut. Die sieht gar nicht magischer aus als vorher. Ich meine, immerhin haben wir die ja anscheinend jetzt nochmal auf eine höhere Stufe gebracht, oder? Ah, was ist das denn? Rote Mickey-Turnschuhe. In dem Bereich der Eiskönigin. Okay.
Was ist das? Hier gibt es sogar Knoblauch. Oh, was ist das denn da hinten, was da so glitzert? Ah, die Schöne und das Biest. Ja, ist ja gut. Lass mich da... Ach so, das ist der Ausgang. Was war das? Noch so ein Ding. Nochmal Knoblauch dann, ne? Aber Knoblauch an sich hatten wir ja schon aus der Ebene davor irgendwo. So. Da ist nochmal was. Ich meine, können wir immer gut, gerne und gut mitnehmen. Ich glaube, aus dem Wald hatten wir Knoblauch. Ja, geh weiter. Los. Ne? Kann man das nicht machen? Na gut, dann kommen wir da anscheinend nicht rum. Okay. Was glitzert denn da? Schläft da jemand? Achso, das ist doch nicht der Feuergeist, der Große, oder? Das soll doch ein kleiner Salamander sein, hä? Da hinten kann ich rum. Mal gucken, ist hier noch irgendwas? Zum Einsammeln oder so vielleicht? Aha. Kann ich theoretisch auch was... Oh! Ach, das ist der Feuersalamander! Lala. Ah, wie süß. Ich hab ihn. Kehre zu Anna zurück. Ja, aber ich gucke erstmal da vorne, ob wir da noch was machen können. Das können wir ja nicht mitnehmen, ja, ne? Okay, ich habe das gar nicht gecheckt irgendwie, dass das... Hier ist noch eine. Dass das der Feuersalamander war. Stand nur, du hast ihn gefunden. Und ich dachte mir, ja, toll. Ach, da können wir gar nicht rum. Na gut, okay. So, schauen. Wo ist Anna denn jetzt? Ah, da. Anna, ich hab ihn. Ja. Oh, hallo. Wow, du hast echt Talent. Bruni wirkt so glücklich und ruhig. Hm? Ich nehme mal an, du hast meine Schwester nirgendwo gesehen? Leider nicht. Das ist schon in Ordnung. Ich schätze, wir müssen einfach tiefer in den Wald gehen. Es gibt nur ein kleines Problem. Ein riesiger Erdriese versperrt den Weg. Ja, den habe ich schnarchen hören. Ein Erdriese? Mhm. Ach, ja, folge mir. Ich werde ihn dir zeigen. Wir unterhalten uns bald wieder, ja? Ja, sobald wir da angekommen sind, ne? Hoffe ich doch mal, dass sie da noch mit mir redet. Hm, geh bloß nicht näher ran. Hallo. Anna. Wow, ich freue mich so, dich zu sehen. Sieht aber nicht danach aus bei den knochenen Gesicht hier gerade. Siehst du, was ich meine? Dieser Erdriese ist dort drüben eingeschlafen und blockiert jetzt den Weg. Wir müssen ihn aufwecken, aber wir müssen vorsichtig sein. Erdriesen können ein bisschen mürrig sein. Was ich total verstehe. Frag einfach meine Schwester. Ich bin kein Morgenmensch. Ich schon. Ich bin immer bereit, den Tag zu nutzen. Ich könnte jetzt schon wieder ins Bett gehen. Ja, von beiden etwas. Wenn ich einmal wach bin, bin ich normalerweise wach. Also egal, ob ich jetzt um 5 Uhr aufstehe oder 6 Uhr, wie halt jeden Tag. Oder ob ich halt später aufstehe. Andererseits bin ich auch oft müde. Du klingst wie Elsa. Ich bin tatsächlich ein wenig neidisch. Ich könnte jetzt definitiv ein Nickerchen machen. Aber das werde ich nicht tun, weil wir einen Wald zu retten haben. Wir haben also eine vermisste Schwester und einen schlummernden Erdriesen. Wie wecken wir dieses Ding auf? Nun, es gibt eine Sache, die mich immer sofort aufweckt. Der Geruch von Essen. Ein gigantisches Frühstück kommt sofort. Meine Frage, wer eher essen Erdriesen überhaupt? Oh, wir können etwas daraus zubereiten, was Elsa und ich gemacht haben, als wir klein waren. Steinsuppe. An sonnigen Tagen gab uns der Gärtner die Zutaten und wir taten so, als würden wir für das ganze Königreich kochen. Wir brauchen ein paar raue Felsen und eine Brühe aus Oregano und Basilikum. Der Geruch davon sollte unseren riesigen Freund ruckzuck aufwecken. Und wenn wir uns hier umsehen, werden wir sicher genau die richtigen rauen Felsen finden. Wir müssen allerdings woanders suchen, um den Rest der Zutaten zu finden.
Sobald wir die Zutaten haben, können wir die Steinsuppe kochen und sie auf den Steinhaufen am Fuß des Riesen legen. Auf Wiedersehen! Ach so, dieses Ding da hinten. Ah, okay. Baue ab, baue ab. Was baue ich denn hier ab? Die hier wahrscheinlich, ne? Natürlich ist da nichts von dem bei, was wir brauchen. Muss ich das da ausbuddeln eventuell? Oder ist das jetzt nur Zufall? Aha. Okay. Dann, wenn wir das unsere Zeit nicht damit vergeuden. Da ist noch einer. Die Felsen zu hacken. Kann ich das jetzt vielleicht mal anvisieren? Das Problem ist immer, die Bäume stehen so im Weg, dass man gar nicht sieht, ob das jetzt anvisiert ist oder nicht. Koche eine Steinsuppe mit rauen Felsen, Basilikum und Oregano. Ganz ehrlich, wie soll ich mit rauen Felsen etwas kochen? Naja, wir probieren es mal. Ich weiß aber nicht so genau, ob mein Herd das aussieht. Achso, hier vorne ist noch einer. Das ist clever. Steinsuppe. Ja, machen wir einfach mal automatisches Auffüllen. Zack, dap, dap, dap. Und einmal kochen. Ah, perfekt. Ein 5-Sterne-Menü. Perfekt, Tomato. Sehr schön. Kann ich jetzt damit interagieren? Ja, können wir. Na komm. But, 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 but. Achso, ich spreche mit Anna. Okay. Oh, hallo. Oh, ich kann die Steinsuppe von hier aus riechen. Ich möchte mich fast drüber schleichen und ein bisschen probieren. Lieber nicht. Lass uns das machen, genau. Natürlich, das wäre albern. Aber es macht irgendwie Spaß, so zu tun. Außerdem gefällt es dem Erdriesen vielleicht nicht, dass wir seine Suppe probieren. Hey, hörst du dieses Gepolter? Der Erdriese wacht langsam auf. Schnell, wir müssen uns verstecken. Jetzt habe ich aber schon erwartet, dass man den wenigstens sieht, wie er mit seinen riesigen Steinhänden dieses kleine Ding wegnimmt. Puh, es hat funktioniert. Der Erdriese ist aufgewacht und gegangen. Der Weg ist allerdings immer noch versperrt, da der Boden voller Löcher und Felsen ist. Keine Sorge, ich habe eine magische Spitzhacke und eine magische Schaufel, die wir benutzen können. Moment, also du hast neben einer magischen Gießkanne auch eine magische Spitzhacke und eine magische Schaufel? Was wirst du als nächstes verwenden? Eine magische Angelrute? Die ist leider nicht magisch. Nun, also... Wow! Okay, vielleicht kannst du mir später von deinen anderen magischen Gegenständen erzählen. Wir müssen den Wald weiter erkunden. Meine Schwester muss hier irgendwo sein. Vielen Dank! So, benutze deine Schaufel und deine Spitzhacke. Machen wir das doch. Das ist wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich jetzt für die Schaufel. Da kriegen wir die Erde mit. Okay. Das können wir nicht machen, ne? So. Ja, komm, mach. Oh, das blitzt und blinkt überall. Ich dachte, da ist jetzt was hingeflogen. Können wir hier rein? Nö, anscheinend nicht. Na gut. Ist nur ein bisschen lästig, hier immer umzuschalten. Geh mal weg, Anna. Ich brauche hier ein bisschen Platz. So. Ist mir da was Wasser? Können wir überhaupt übers Wasser? Offenbar nicht, ne? Och, da kommt man gar nicht rum. Uff, Leute. Ist das jetzt euer Ernst? Jetzt komme ich da nicht hin. Ja, super. Und man kann es auch nicht wegmachen. Das ist ja mal geil gemacht hier. Das kann ich aufheben. Da leuchtet wieder was. Keine Ahnung, was hier leuchtet.
Oh nein, die Brücke ist überflutet. Hallo. Sieh nur, da ist Elsa. Huh? Aber sie ist auf der anderen Seite dieses reißenden Flusses und die Brücke ist komplett überflutet. Wir müssen den Wassergeist beruhigen. Das könnte ein Problem sein. Oh. Ich sehe den Wassergeist hier nirgendwo. Moment mal. Der Fluss tobt, aber der Teich da drüben, der ist vollkommen ruhig. Oh! Lass uns der Sache auf den Grund gehen. Und vergiss nicht, ich glaube an dich. Ja, vielleicht doch das leuchtende Etwas, was ich hier gesehen habe. Ich frage mich nur, warum... Ach so, da ist sie. Warum Elsa den nicht einfach einfriert. Oh, hallo. Ich glaube, da unten leuchtet etwas. Danke, habe ich vorhin schon gesagt. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, es herauszufischen. Oh, nein, dieser nervöse Zeigefinger immer. Mann, böser Finger. Moment, hast du tatsächlich eine magische Angelrute oder war das ein Witz? Ich habe tatsächlich eine magische Angelrute. Na dann angle mal los. Wir müssen sehen, was auf dem Grund des Teiches glüht. Wir unterhalten uns bald wieder, ja? Ich angle erstmal. Kein Thema. So, wie immer darf ich nicht reden beim Angeln. Ein Ring. Annas Verlobungsring. Oha. Ich muss ihr übrigens noch gestehen, dass Christoph alle Erinnerungen verloren hat. Hallo. Mein Verlobungsring? Was macht der denn hier? Oh, er muss in den Teich gefallen sein, als ich vorhin nach Elsa gesucht habe. Mein Ring gehört nicht in dieses Gewässer. Das Metall und der Stein sind im Zauberwald nicht heimisch. Das war sicher der Grund, weswegen der Wassergeist aufgebracht war. Und sieh nur, jetzt, wo wir meinen Ring entfernt haben, ist das Wasser ruhig. Die Brücke ist nicht mehr überflutet. Der Wind bläst allerdings immer noch ziemlich stark. Da wir jetzt meine Schwester gefunden haben, können wir gemeinsam versuchen, den Windgeist zu beruhigen. Ich kann es kaum erwarten, Elsa kennenzulernen. Nach allem, was du für mich getan hast, weiß ich, dass sie dich auch kennenlernen möchte. Lass uns mit dir reden. Wow. Können wir denn jetzt hier durch? Ja. Hallo, Elsa. Hallo. Hallo, Gameplayerin. Meine Schwester hat mir erzählt, dass du ihr geholfen hast, sicher durch den Wald zu kommen und die anderen Naturgeister zu beruhigen. Ich kann dir nicht genug danken. Keine Ursache, ich helfe Leuten immer gerne. Das ist sehr nett von dir. Glaubst du, dass du mir bei einer letzten Sache helfen könntest? Ich habe versucht, Gael, den Windgeist, zu beruhigen. Normalerweise ist er sehr verspielt, aber als der Wassergeist wütend wurde, bekam Gael Angst. Ich weiß, dass Gael mir vertraut, aber er ist so aufgeregt, dass ich nicht sicher bin, ob er mich richtig hören kann. Ich habe eine Idee. Wir sollten Windspiele in die Bäume hängen, damit der Naturgeist ja, Musik machen kann, Spaß haben kann. Er ist verspielt, hat sie gesagt, ne? Ich sag mal, Musik machen kann. Ich weiß nicht, ob Gael versteht, was Musik ist, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ich werde weiterhin versuchen, Gael zu beruhigen, während du die Windspiele herstellst. Ich brauche Weißholz für die Struktur und die Rohre einiger Eisenbarren. Gut, dass ich Eisen gefarmt habe. Für den Schlagbolzen und ich brauche noch etwas, um alles zusammenzuhalten. Hier, nimm diese Schnur, die ich gefunden habe. Gael hat sie vorhin herumgeworfen. Vielleicht kannst du damit alles zusammenbauen. Danke, ich komme bald mit den Windspielen zurück. Auf Wiedersehen. Das heißt, hier kann ich raus? Kann ich ihn nicht nehmen? Boah, das ist aber gemein. Okay, hier kann ich dann raus. Und... Hey, wo ist denn jetzt die Aufgabe hin? Eisenbarren muss ich noch 3 herstellen. Okay. Weichholz habe ich genug. Aber ist ja kein Thema. Ich habe ja extra Eisen gefarmt. Weil ich mir schon sowas gedacht habe, dass das nicht das Einzige sein wird, ne? Das habe ich ja gesagt. Ne, Moment, wenn ich schon mal hier oben bin, kann ich das auch bei meinem eigenen machen.
3 Eisenbarren brauchen wir. Tada. So, und dann, genau, Windspiele. Aber wie viele? Ich mach mal 1. Ich glaube, wir brauchen 3. Moment, ich gehe mal eben. Ja, wir müssen 3 bauen. Ach, nee. Dann brauchen wir. Moment. 2. Nee. Moment. Ach so. Ich habe 2. Ach so. Ich dachte, ich muss jetzt nochmal umrechnen. Ja. Okay. Okay, okay. Da haben wir nichts mehr. Die Eiskönigin Ska, was machst du denn hier, altes Haus? Oh, wie gut. Du bist es. Steigst du von deinem hohen Ross herab, um dich unter die Bürgerlichen zu mischen? Ich muss los. Kusch, kusch. Ich bin fertig mit dir. Ja, ich dachte, ich könnte vielleicht noch mal kurz einen Dialog mit ihm führen, aber naja, war wohl nicht so. Ist wohl noch zu früh. So, ich hätte jetzt aber meine Ausdauer, glaube ich, lieber nochmal aufladen sollen. Was machst du denn hier, Anna? Wow, ich freue mich so, dich zu sehen. Oh, hallo. Auf Wiedersehen. Na gut. Muss ich echt jetzt den ganzen Weg hier entlang laufen? Gibt's hier kein Portal? Ich meine, es gab immerhin auch ein Portal raus. Wieso nicht auch rein? Sauerei hier. Na gut, platziere die 3 Windspiele in verschiedenen Bäumen in Elsass näher. In den Bäumen. Oh, lauf, komm. Dieses ewige Hängenbleiben, das stört mich so ein bisschen. Oder dieses überall Vorlaufen oder so. Ah! Aber die kann ich wirklich nicht nehmen. Das sind schöne Blumen. Ah, in dem Baum zum Beispiel. Und in dem. Ich liebe Windspiele. Ich liebe die Geräusche, die die immer machen. Irgendwas ist hier gerade rausgekommen. Ah, eine Kugel. Hallo? Hm, jetzt sieht sie richtig schön aus. Naja, gut. Da haben wir auch noch mal ein bisschen Knoblauch. Das nehmen wir mit. Was bist du denn hier? Kann ich dich? Dich kann ich auch nicht nehmen. Okay. Hallo, du. Du siehst so schön aus, besonders im Hellen. Danke, dass du mir geholfen hast, Gale zu beruhigen. Die Naturgeister sind wieder in Harmonie. Der Zauberwald ist wieder im Gleichgewicht. Klingt, als wäre deine Arbeit hier getan. Möchtest du mein Dorf besuchen? Auch da möchte ich für Gleichgewicht sorgen. Ich würde gerne dein Dorf besuchen, aber fürs Erste ist mein Platz hier im Zauberwald. Ich muss aufpassen, dass nichts anderes schief geht. Aber nach allem, bei dem du geholfen hast, bin ich ziemlich neugierig, woher du kommst. Wow. Ich verspreche, eines Tages dein Dorf zu besuchen. Wunderbar. Anna willkommen heißen. Also Anna kann ich mitnehmen, aber die Eiskönigin nicht, oder was? Elsa, warum willst du nicht mit mir kommen? Sprich mit Anna im Reich und lade sie nach Dreamlight Valley ein. Also müssen wir hier das ganze Stück dann zurückgehen, okay? Hinten leuchtet wieder was, aber da können wir nichts ausgraben. So. Richtig eklig und matschig irgendwie hier. Und wenn man dann da hinten hinguckt, sieht das dann voll schön aus, wo Elsa steht. Ich wollte gerade sagen, rückwärts laufen. Da ist sie. Hallo? Anna? Hey, du bist hier! Wow, alles wirkt ruhig. Vielen Dank für deine Hilfe. Auf Elsa und mich wartet natürlich immer ein neues Abenteuer um die Ecke. Ich frage mich, was es diesmal sein wird. Nun, ich komme von einem Ort namens Dreamlight Valley und es könnte dein nächstes Abenteuer werden. Oh, erzähl mir mehr darüber. Es gibt haufenweise Essen, genau. Es gibt einen Strand mit warmem Wasser, es gibt viele andere Dorfbewohner. Essen mochte sie mal gern, oder? Es gibt haufenweise Essen?
Essen? Hm. Essen wie Schokolade? Du wirst sicher nicht enttäuscht sein. Hm. Mehr brauche ich nicht zu wissen, Gameplayerin. Nach allem, was du für mich getan hast, kann ich es kaum erwarten zu sehen, woher du kommst. Ich folge dir. Und vergiss nicht, ich glaube an dich. Ja, ja. Allerdings habe ich auch ein schlechtes Gewissen, weil, Christoph sich nicht mehr an ihre Liebe erinnert. Ich hab's nicht vergessen. Ja, ich hätte es lieber vergessen, ehrlich gesagt. Heiße Anna, willkommen. Ich darf mich aber nicht bewegen. Hallo. Ah, wie ging das nochmal? Moment. Bildformat ändern. Da habe ich nämlich was ganz Tolles jetzt festgestellt. UI und mit E war das dann, genau. Sie guckt schön, nur ich irgendwie nicht. Okay. Nein. Doch, habe ich jetzt... Ich habe das jetzt ohne aufgenommen, oder? Ja, wir nehmen einfach mal das. Ich weiß, aber ich finde es irgendwie cool, so ein paar Bilder davon zu machen. Oh. Mach ein Foto. Haben wir auch direkt schon wieder abgeschlossen. Moment. Sprich mit Anna. Ich muss dich doch noch willkommen heißen. Hey, du bist hier. Oh, wow. Dieser Ort ist so anders als Arendelle. Und doch fühlt er sich seltsam vertraut an. Moment, ich war schon einmal hier, oder? Vor dem Vergessen natürlich. Jetzt erinnere ich mich. Vielen Dank, dass du mich hergebracht hast. Wir sehen uns bald. Aber jetzt muss ich erstmal Christoph finden. Ja, es gibt etwas, vor dem ich dich warnen muss, Anna. Es ist eine lange Geschichte, aber um das Dorf zu retten, musste Christoph seine Erinnerungen an dich aufgeben. Frag einfach Maui. Es war alles Teil eines Zauberspruchs. Er wird sich nicht daran erinnern, wer du bist. Es tut mir leid. Es ist nicht seine Schuld. Oh. Was? Nein, das ist unmöglich. Ich bin mir sicher, dass er alles tun würde, um diesen Ort zu retten. Hm. Es ist mir egal, unter welcher Art Zauberspruch Christoph steht. Unsere Liebe ist nicht schwach. Wenn er mein Gesicht sieht, wird er sich an mich erinnern. Oh. Oder... Du hast recht. Liebe ist die mächtigste Magie. Ich werde einfach mit ihm reden. Danke für die Warnung, Gameplayerin. Huhu, gut gemacht. Hey, hier drüben. Ja, halt die Klappe. Hallo. Hi. So, ich muss mal da weg, sonst sprechen sie mich wieder alle an. Ja, ich bin etwas traurig, was jetzt Anna angeht. Ich glaube, ich kann wahrscheinlich auch demnächst mit Christoph weitermachen, würde ich jetzt mal glatt behaupten, oder? Nee, noch nicht. Moment. Da muss ich mit Maui machen und ich muss Anna erstmal... Ja gut, ich könnte theoretisch mit Anna sprechen und dann die nächste Aufgabe freischalten. Theoretisch. Praktisch weiß ich nicht, ob das möglich ist. Aber mit einem Blick auf die Uhr, beziehungsweise auf den Timer, würde ich sagen, dass wir trotzdem hier erstmal die Folge beenden. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich weiß jetzt so gar nicht mehr, was ich machen soll. Ob ich jetzt mit Anna weitermachen soll, ob ich jetzt mit Maui weitermachen soll, damit Christoph... damit ich da weiterkomme, ich möchte die beiden ja auch wieder zusammenkriegen. Und ich denke, dass die wohl irgendwie auch zusammenhängen von den Aufgaben her. Wobei ich noch den kleinen Ticken die Hoffnung habe, dass wenn ich mit Anna weitermache, dass dann auch Elsa irgendwann nachkommt. Oh Gott, oh Gott. Ich möchte alles auf einmal machen und ich kann es nicht. Es ist einfach nur fies. Ja, mal schauen, was wir in der nächsten Folge machen können. Ich hoffe, irgendwas Richtung Anna oder ansonsten irgendwas so vorbereiten, dass wir mit Maui weitermachen, damit wir dann mit Christoph weitermachen können. Mal schauen. Ich sag mal einfach bis zur nächsten Folge. Ciao!